Hallo, ich bin der Herr Bertucci. Und ich bin die Frau Sassmannshausen. Und wir überprüfen heute, inwiefern ein Boden Sieb für Wasser sein kann, für dreckiges Wasser beispielsweise. Und dafür füllen wir gleich erstmal Tinte in diesen Kolben und anschließend kippen wir, und Wasser natürlich auch, und anschließend kippen wir das durch die Erde. Hier oben ist Erde drin in dem Filter, darf ich gerade noch zeigen. Genau. Und dann können wir mal sehen, was passiert. Ich hoffe, es klappt. Zuerst fangen wir an, wir füllen eine Pipette hier mit der Tinte und kippen die, oder tröpfeln die Tinte hier in diesen Kolben rein. Das gleiche machen wir nochmal, damit man es auch vernünftig sieht und das Wasser gleich auch vernünftig blau ist. So. Jetzt kippen wir 100 Milliliter. Genau, 100 Milliliter Wasser rein. Zu der Tinte. Experimente. Hast du Stopp? Die Anleitung auf den Tischen. Ja. So. Jetzt kippen wir erstmal die Hälfte rein, damit wir gleich auch sehen können, ob ein Unterschied entstanden ist oder nicht. So. Ja, okay. Mhm. Wir hatten ein bisschen wenig Erde, deswegen ist das Wasser jetzt in dem Kolben hier sehr dunkel. Das heißt, wahrscheinlich war es sehr lockere Erde, die sich noch durch den Trichter durchgequetscht hat quasi. Aber man sieht hier im Prinzip ja schon den farblichen Unterschied zu vorher. Wir haben jetzt hier im Prinzip, der Boden hat quasi als Filter gewirkt und hat die Tinte quasi aufgesaugt. Und dann konnten wir eben sehen, okay, die Tinte ist jetzt hier oben drinnen noch in dem Boden und hier unten befindet sich jetzt nur noch quasi Wasser mit ein bisschen Erde. Ja. Genau. Hallo. Danke.